Heute schauen wir uns mal ein ganz außergewöhnliches Flusskreuzfahrtschiff an, und zwar die River Bear, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes, meiner Instagram-Seite rund um das Thema Kreuzfahrten und Schiffe. Ja, wir schauen uns die River Bear mal von außen an. 95 Meter lang, knapp 11 Meter breit ist das Schiff. Wurde gebaut 1976 und war damals, das sieht man schon an der Form, eher als Messeschiff gedacht, gar nicht als fahrendes Flusskreuzfahrtschiff. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Wir sehen, diese Kabine ist ja wirklich riesengroß. Also das ist super luxuriös. Wir schauen erstmal die Kabine an. Und wir sehen hier schon, eine Nespresso-Maschine ist vorhanden. Wasserkocher, Minibar, Safe. Dann haben wir ein zweigeteiltes Bad. Das hier ist die Toilette, die ist extra, so eine extra Räumlichkeit. Leider nicht abschließbar. Aber man ist ja sowieso auf so einem Schiff normalerweise nicht mit Fremden oder Kollegen unterwegs. Von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Ihr seht, ein großer Schrank. Dann haben wir hier nochmal die kleine Ecke mit großem Flatscreen und einem Sessel, zwei Fenster pro Kabine, und dann haben wir hier natürlich noch das sehr große, weiche, bequeme Bett. Und hier schauen wir nochmal rein in den zweiten Teil des Bades. Hier haben wir jetzt das Waschbecken und die Dusche, und auch das, das seht ihr ja, ist purer Luxus, sogar mit Fußbodenheizung. Das habe ich auf dem Schiff auch noch nicht erlebt. Also wirklich Luxus pur. Ihr seht hier auch Regendusche mit Massagefunktion. Also das ist wirklich sehr, sehr luxuriös hier alles. Das Schiff liegt in Mülheim an der Mosel. Und hier im Hintergrund auf der rechten Seite seht ihr ein Hotel. Das ist das Hotel Weißer Bär. Und das Schiff war gebaut als Messeschiff, sollte gar nicht so viel fahren. Deswegen auch die etwas ungewöhnliche Bugform. Während wir hier jetzt schon den ersten Bereich, die erste kleine Lounge erreichen und gucken nochmal hier in den hinteren Bereich des unteren Decks des Kabinenganges, da sind auch noch viele Kabinen. Wir haben einen Lift zur Verfügung und können jetzt ein Deck höher gehen gleich. Ja, wurde als Messeschiff gebaut und wurde jetzt umgebaut, und zwar vom Betreiber des Hotel Weißer Bär. Der hat damit quasi seine Kapazität des Hotels erweitert, indem er dieses Schiff hier vor Anker liegen hat. Hier haben wir das Restaurant des Schiffes, und jetzt schauen wir hier einmal nach vorne in die Lounge. Restaurant und Lounge hat der Besitzer vom Weißen Bär nur leicht renovieren lassen, aber eben hauptsächlich die Kabinen sind komplett neu gemacht. Man hat nämlich aus zwei Kabinen eine gemacht und somit ein sehr luxuriöses Niveau geschaffen, natürlich die Kapazität des Schiffes deutlich reduziert. Hier auch die schöne Bar, die ist auch komplett neu gemacht, in Form eines Schiffes, sehr schön maritim gestaltet. Natürlich auch neue Stühle. Aber ansonsten hier oben nicht ganz so viel verändert. Die Kabinen sind aber wirklich komplett neu gemacht. Wie gesagt, aus zwei Kabinen wurde eine gemacht. Teilweise gibt es sogar Suiten, die sind noch größer. Also das ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches und Luxuriöses. Wir schauen noch einmal hoch auf das Sonnendeck. Das Sonnendeck und Lounge und Restaurant stehen übrigens nicht nur den Hotelgästen zur Verfügung, sondern auch den Radfahrern, die hier an der Mosel entlang fahren. Auch die können an Bord kommen und hier eine Pause einlegen. Links von mir der Fahrstuhl, der geht tatsächlich auch aufs Sonnendeck. Vorne dann der überdachte Bereich mit einer Bar. Und ganz vorne kommt dann natürlich noch das Steuerhaus, denn die River Bear fährt auch noch auf Kreuzfahrten. Zwar nicht oft, aber sie fährt. Sie fährt einmal pro Woche, und zwar immer am Sonntag, eine kleine Rundfahrt. Da kann man sich auch für anmelden, Rundfahrt mit Lunch. Und mindestens einmal im Jahr macht sie dann auch nochmal eine größere, ausführlichere Kreuzfahrt über mehrere Tage als richtiges Flusskreuzfahrtschiff. Also man kann tatsächlich mit der River Bear auch noch fahren.
In den nächsten Videos seht ihr dann, wie das Leben an Bord so abläuft. Das war es erstmal für den Rundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Und ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich wie immer über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link.